Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war die ganze letzte Woche krank und deswegen freue ich mich jetzt einfach mal wieder wie ein normaler Mensch auszuschauen. Ich mache mich jetzt nämlich gerade fertig, weil es für mich zum Flughafen geht und dann nach Bordeaux, das ist in Südfrankreich. Ich freue mich riesig auf diesen Brandtrip. Jetzt erzähle ich dann später, wem und was wir so genau machen. Ja, und jetzt mache ich mich schnell noch fertig. Ich verwende immer eine Pflege, bevor ich mit der Foundation weitermache. Und zwar ist es ein Serum von Caudalie aus der Vinopure-Reihe. Das ist super für Mischhaut, die ich auch habe. Das sieht auch super, super schnell ein. Riecht so gut. Und dann kann ich nämlich direkt mit der Foundation weitermachen. Okay Leute, ich bin hier. Ich bin in Bordeaux und ich bin hier im Hotel Les Sources de Caudalie. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Wellness-Hotel mit den ganzen Weinbergen von Caudalie und alles Mögliche. Das ist ein wunderschönes Hotel mit vielen Anlagen, einem Wellness-Bereich, Spa-Bereich. Und das Schönste ist, dass es einfach so ruhig gelegen ist, so viel Natur und ich bin einfach nur baff und freue mich so sehr auf die nächsten 2 Tage mit Caudalie. Ich habe schon auch ein süßes Mädchen aus Belgien kennengelernt. Und ich freue mich auch auf Influencer, die nicht aus Deutschland sind, sondern einfach international, weil ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, vor allem von anderen Ländern. Aber genug gequatscht, ich zeige euch erstmal meine krasse Suite. Also das ist der Eingangsbereich und mein Wohnzimmer. Leute, das hier ist sogar fast so groß oder wenn nicht sogar größer als meine Wohnung in München. Aber wie schön auch hier das alles so eingerichtet ist. Dann geht's hier zu dem Schlafzimmer und das ist auch mega schön. Wir haben hier sogar was Kleines bekommen und zwar werden wir morgen wahrscheinlich in die Weinberge gehen, damit wir die Marke Caudalie einfach besser kennenlernen können und dafür haben die uns hier so Gummistiefel geschenkt und wahrscheinlich so eine Schürze. Oh mein Gott, ich freue mich so, dass sie dran gedacht haben. Und dann ist hier das Bad. Hallo, hallo. Hier ist noch eine zweite Spüle, die Dusche und eine Wanne. Also, wer mir joinen möchte, der ist herzlich willkommen. Jetzt habe ich aber das Beste dran. Und das ist so cool, dass wir hier so viele Caudalie-Produkte bekommen haben. Oh mein Gott. Ich hätte gar nicht meine mitnehmen müssen. Das ist so cool. Ich habe auch meine Reinigungsprodukte von Caudalie dabei. Die habe ich euch schon mal auf Instagram auch vorgestellt. Ich zeige euch noch kurz die Terrasse, weil die auch mega schön ist. Oh mein Gott, man hört sogar hier die Vögel zwitschern. Hört ihr, wie die Vögel zwitschern? Und ich werde jetzt hier in meinem Wohnzimmer chillen. Ich habe hier ein Obstkörbchen bekommen. Natürlich mit Weintrauben. Ich werde jetzt ein bisschen mich ausruhen und dann mich fertig machen für das Abendessen mit der ganzen Crew. So, bei mir ist hinten wieder ein Chaos, weil ich nicht wusste, was ich jetzt zum Dinner anziehen soll. Ich hatte irgendwie nicht Lust so auf ganz schick, deswegen habe ich diesen Overall hier angezogen von Mango. Den kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Mit meinen Zara-Schuhen. Das schaut wirklich sehr sportlich aus, aber irgendwie finde ich es trotzdem sehr schön. Jetzt fehlt nur noch Schmuck und meine Fuller-Tasche. Eigentlich mixe ich nicht gerne Gold und Silber zusammen, aber heute mache ich es mal. Voll schön, wie gerade die Sonne
reinscheint in mein Zimmer. Oh, egal, ich gehe jetzt los, denn die Vanessa gibt mir eine kleine Führung durch das Haus oder durch die Anlage. Das ist ja riesig. Und dann geht's zum Abendessen. Dann nehme ich euch natürlich auch mit. Ich gehe jetzt zu meinem Spa-Treatment. Ich bekomme eine Gesichtsbehandlung. Ja, und dann bekomme ich sogar auch noch eine Massage. Und ich glaube, ich habe jetzt seit Jahren keine Massage mehr gehabt. Und ich bin jetzt voll gespannt, wie die sein wird, weil ich bin nämlich am Rücken unten so ein bisschen oder sehr kitzlig. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das ist. Und schaut euch mal bitte hier diesen wunderschönen Sonnenaufgang an. Also dieser Ort ist einfach so traumhaft schön. Ich schaue schon die ganze Zeit raus, weil es einfach so, so schön ist. So, ich werde hier erstmal die Körper- und dann die Gesichtswandlung haben. Und einen Körperscrub wird es dann auch geben. Und zwar hier mit den ganzen Caudalie-Produkten natürlich. Und jetzt werde ich mich erstmal umziehen und dann enjoy. Ich habe mich jetzt in meine Gummistiefel geschmissen und habe meine Schürze auch dabei, denn wir machen gleich was richtig Cooles und erfahren auch ein bisschen mehr über Caudalie. Und das ist übrigens Vanessa, die mich ganz gut hier, wie nennt man das, unterstützt und guckt, dass es mir auch gut geht. Deswegen, ich bin hier so gut versorgt. Ich weiß nicht, was dieser Punkt hier ist. Ich glaube, der ist irgendwie, der geht nicht weg, das von der Kamera. Und ja, ich freue mich voll. Wir werden mal gleich sehen. Ich lasse mich überraschen. I wanna run away with you. I don't really care where to. Just wanna be alone with you. I wanna run away with you. Tell me that you want it too. Just wanna be alone.
Guten Tag, das ist übrigens die Gründerin von Caudalie. Es freut mich sehr, sie hat uns heute hier besucht. Und did we do a good job? Are you okay with us? I am so impressed. Yeah. Sehr schön. Oh, danke. Ich werde diese frische Luft so vermissen, Leute. Es ist einfach so schön hier. Come on, my I like model. Oh wow. Yeah, this describes my situation right here. Oh, I have like, I don't know, is the wine, so my eyes, like, I'm crying. Yeah, no, she looks beautiful. She is so beautiful. Look at her. Oh my god. Leute, der Wein bleibt hier in den Fässern übrigens 2 Jahre lang. In diesem Fass sind 400 Weinflaschen sozusagen, oder daraus kann man 400 Weinflaschen machen. Das ist einfach richtig viel Wein, würde ich mal sagen, ne? Ich bin jetzt ready für das letzte Dinner hier. Super schade. Ich könnte auf jeden Fall länger hier bleiben. Die Leute sind auch alle so lieb. Und heute die Tour durch die ganzen Weinfelder und wie man dann die zubereitet und so war so interessant. Deswegen, ich habe echt super viel dazu gelernt und freue mich einfach, dass ich jetzt so viel über Wein, aber auch über Caudalie weiß. Ich gehe jetzt auch mal weiter. Ich erzähle euch vielleicht später noch ein bisschen mehr zu allem. Und ich habe hier ein bisschen älteres Kleid von Naked an und meine Mangostiefeletten. Meinen Schatzis. Kisses from Holland. We're from France. She took over my camera. Cheers.
wine and design. The West wine and design in the whole wide area, the guys. Guten Morgen, Leute. Es ist leider schon der letzte Tag hier im Source de Caudalie hier in Bordeaux und ich bin ganz traurig, weil es wirklich so, so schön hier ist. Es ist so schön friedlich und einfach so viel Natur und natürlich das Spa hier ist einfach nur mega. Ihr habt gesehen, ich habe gestern auch eine Behandlung bekommen, ein Körperpeeling und Gesichtsbehandlung mit den Caudalie-Produkten. Und ich mache mich jetzt gleich mal ready für den Tag, weil ich noch gerne ein paar Bilder machen möchte, bevor wir hier abreisen. Und deswegen, genau, und deswegen habe ich mich gedacht, machen wir es zusammen mal. Ich werde jetzt erst schön mein Gesicht erstmal reinigen. Und zwar verwende ich da das Reinigungsgel von Vino Pure. Das ist ganz neu aus der Vino Pure Reihe. Das ist super für Mischhaut, erwachsene Mischhaut, die sehr zu Unreinheiten neigt. Und ja, diese Reihe Vino Pure ist mega für Leute, die halt eine Mischhaut haben, habe ich auch. Deswegen reinige ich kurz damit erstmal mein Gesicht. Dann putze ich noch kurz meine Zähne, bevor ich mit der Pflege weitermache. Neben den ganzen Waschgels und Waschschaum ist das mein Lieblingsprodukt von Caudalie. Das ist nämlich das Edi Beauty und das ist Weintraubenwasser und da drin sind auch noch ätherische Öle. Was heißt, dass es ein super natürliches Produkt ist, da sind keine komischen Parabene oder so. Und das erfrischt die Haut, ja, und gibt ihr einfach so ein bisschen Feuchtigkeit. Und das mache ich immer ganz gerne, nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe. Ich kann das Produkt übrigens auch als Make-up, zum Fixieren von Make-up hernehmen. Das machen ganz, ganz viele bekannte Make-up-Artisten. Das habe ich schon in ganz vielen Videos gesehen. Und ja, das ist wirklich weltweit so ein krasses Produkt. Also das nehmen wirklich die besten Make-up-Artisten her. Und zu Recht, das ist echt ein schönes Produkt und es riecht auch so schön. Es riecht so nach Spa. Also ich finde, man kommt dann direkt runter. Und dann als Pflege gebe ich noch das Serum von Venusource. Die Gründerin von Caudalie, Mathilde, die übrigens so sympathisch ist und voll die Powerfrau. Also sie hat sich da echt ein Imperium mit Caudalie aufgebaut und das Lustige ist, dass ihre Eltern ja hier diesen ganzen Weinfelder gehört und so ist sie damals, als sie noch in der Uni war, mit ihrem Professor zusammen auf die Idee gekommen, dass die Weinreben auch super sind für Gesichtspflege und für unsere Haut super sind. Und die haben uns auch eine lustige Sache erzählt. Frauen haben nämlich immer früher die Trauben gepflückt, ne, von den ganzen Weinfeldern und der Saft kam manchmal auf die Hände und dann haben die halt immer manchmal solche Bewegungen gemacht und man hat dann immer anhand der Hände, weil man sagt ja, Hände verraten das Alter, und deren Hände waren aber voll schön noch und richtig gut erhalten sozusagen, auch im hohen Alter, und daran hat man halt mega gut gesehen, dass die Weintrauben oder Weinreben super viele gute Inhaltsstoffe aus der Natur haben für die Haut. Und so ist sie, wie gesagt, auf die Marke Caudalie gekommen. Und der Name Caudalie heißt, wenn man zum Beispiel Wein trinkt und dann ist der Abgang noch lange im Mund, dann zählt man ein Caudalie, zwei Caudalie, drei Caudalie. Und wie lange der Abgang des Weines im Mund ist, so zählt man die Caudalies. Deswegen ist der Name entstanden. Also mega, mega interessant. Ich habe wirklich so viel über die Marke dazugelernt. Das ist so cool. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Serum aufgetragen, das Venusource.
Und das ist mega schnell eingezogen. Das heißt, ich kann direkt mit meinem Make-up weitermachen. Wie süß die hier mit meinem Frühstück zubereitet haben. Das war alles hier in dem Korb und die hat mir das alles so schön vorbereitet. Dann das Brot, Croissant und mein Kaffee und O-Saft. Echt, das ist einfach nur so süß. Da haben wir noch ein bisschen Joghurt und hier sind noch Früchte. So süß. Ich hätte mich ja draußen gesetzt. Leider ist nur das Wetter hier nicht mehr gut am letzten Tag. Ich reise ja heute später ab, aber nicht so schlimm. Dafür kann man dann gut noch im Indoor-Pool noch sich aufhalten. Ich werde auch später packen, aber jetzt erstmal kurz frühstücken. Think it's time to call it quits. The kitchen tap is broken, drip, drip. Drip, drip, dirty dishes in the sink. We've been laying here for weeks, weeks, weeks. We're not talking anymore, it's like we're scared of trying. So different from when we started off, now we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to call it quit. So, ich bin wieder zurück zu Hause, leider. Falls ihr euch übrigens wundert, was ich da an der Nase habe, das ist leider noch ein Herpes. Das bekomme ich immer, nachdem ich krank war. Deswegen bitte nicht beachten. Ich wollte euch jetzt aber noch mal kurz was zu dem Trip erzählen. Einfach noch mal mein Schlusswort und wie ich das so empfunden habe. Ich fand diesen Trip in Bordeaux mit Caudalie zusammen so mega interessant. Ich habe in diesen 2-3 Tagen so viel dazu gelernt und das finde ich immer mega schön, wenn ich sowas, also einfach mehr Wissen von einem Trip mitnehmen kann. Außerdem war das Hotel natürlich wunderschön, ihr habt es gesehen. Ich wünschte, ich hätte noch länger Zeit dort verbracht, aber ja, natürlich bin ich mega dankbar, dass ich überhaupt da sein durfte, wie gesagt, zusammen mit Caudalie. Und falls sich einige überhaupt fragen, was überhaupt der Zusammenhang zu den Trauben, Weintrauben zu Caudalie ist, ist das einfach ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, die in den Caudalie-Pflegeprodukten drin sind. Aus der Weintraube, Weinrebe, Weinranke kommen. Das Hotel zum Beispiel gehört auch der Schwester oder der Familie einfach von der Gründerin von Caudalie. Und ich finde auch Mathilde selber, also die Gründerin, so inspirierend. Das ist so eine Powerfrau. Und Leute, daran kann man sehen, wie lustig das ist, wie Ideen oder große Marken, Imperien entstehen, einfach aus einer Idee, die einfach mal nebenbei sozusagen entdeckt wurde oder weil ihre Eltern halt in den Weinfeldern immer waren und so. Und das finde ich so schön, einfach die Geschichte dahinter. Ich werde euch jetzt alle Produkte unten in der Infobox verlinken. Meine Favorites sind auf jeden Fall das EduBT Spray, was ich zur Erfrischung für einfach zwischendurch oder halt als Make-up-Fixierer hernehme oder das Venusaurus Serum, was ich auch mega finde, und Reinigungsprodukte alle, also den Schaum, das Gel, Öl, da liebe ich wirklich alle. Die sind immer bei mir sehr schnell alle, weil ich mich ja natürlich jeden Tag abschminke, was man ja auch sollte. Auf jeden Fall, wenn ihr die Marke ausprobieren wollt, dann rate ich euch, die euch jetzt zu holen. Die haben nämlich auf ausgewählte Produkte 20% Rabatt mit der Glamour Shopping Card, die ja nur noch bis morgen Sonntag gilt. Deswegen werde ich es euch unten verlinken. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch mein super, super langes Video trotzdem gefallen hat. Ich weiß, es waren sehr viele Eindrücke auf einmal, was für mich auch. Aber wie gesagt, es war eine mega schöne Erfahrung. Und ich habe so, so viel dazu gelernt. Und ich hoffe auch, dass ich euch ein bisschen auch die Marke näher bringen konnte. Das war es erstmal von mir. Morgen gibt es ein Fashion Haul auf meinem Kanal.
2 Videos hintereinander. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ansonsten hoffe ich, dass es nicht allzu lang war und euch das Video trotzdem gefallen hat. Bis bald. Tschüssi.